Hallo und herzlich willkommen. Heute stellen wir euch das WM-Land Katar im Hinblick auf die aktuellen Arbeitsbedingungen vor. Wie alle 4 Jahre findet eine Fußball-Weltmeisterschaft statt, wo sich sämtliche Nationen zusammenfinden und duellieren. Die nächste WM findet in Katar statt. Doch wo liegt Katar eigentlich? Der Golfstaat Katar liegt auf einer Halbinsel und grenzt im Süden an Saudi-Arabien. In Katar leben 2,7 Millionen Menschen. Davon sind ca. 75% anderer Herkunft. Die meisten von ihnen kommen aus Bangladesch, Indien oder Nepal. Die Menschen erhoffen sich ein besseres Leben und ihr wirtschaftliches Glück in Katar zu finden. Obwohl das Land sehr klein ist, ist es einer der reichsten Länder der Welt, dank dem Erdgas und den Ölreserven. Für die Fußball-WM müssen in Katar neue Stadien, Straßen und Unterkünfte gebaut werden. Dabei herrschen größtenteils sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Der Hauptgrund für die schlechten Arbeitsbedingungen ist das sogenannte Kafala-System. Das Kafala-System sagt, dass Arbeiter nur ins Land kommen dürfen, wenn sie einen Sponsor haben, der für sie bürgt. Für die katarischen Gastarbeiter ist meist der Arbeitgeber der Sponsor, wodurch eine große Abhängigkeit entsteht. Denn ohne das Einverständnis des Sponsors darf der Arbeiter seinen Arbeitsplatz nicht wechseln oder das Land verlassen. Doch der Arbeitgeber hat immer die Möglichkeit, das Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Durch die Abhängigkeit zahlt der Arbeitgeber den Lohn oft zu spät oder nicht komplett. Häufig zieht der Arbeitgeber die Pässe seiner Arbeiter ein und raubt somit seine Freiheit. Außerdem werden die täglichen menschlichen Arbeitszeiten deutlich überschritten. Da die Temperaturen in Katar sehr hoch sind, ist dies eine hohe Gefahr für den Arbeiter. Dies führt zu vielen Arbeitsunfällen bis hin zum Tod. Nach Schätzung sind beim Bau der WM-Stadien bereits über 1200 Arbeiter umgekommen. Doch wer und wie kann man den Arbeitern in Katar helfen? Obwohl sich Katar 2017 der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, verpflichtet hat, die Arbeitsbedingungen in Katar zu verbessern, haben sich die Bedingungen immer noch nicht groß verbessert. Dafür muss es noch schärfere Gesetze und Kontrollen geben. Hier steht auch die FIFA als Austräger der WM in der Pflicht. Denn schließlich soll es eine Veranstaltung für alle werden, auch für die Arbeiter. Wir hoffen, ihr konntet etwas über die Arbeitsverhältnisse in Katar lernen und bedanken uns fürs Zuhören.